Hallo, meine lieben Freunde, und willkommen zurück zu einem neuen Part von Super Mario 3D World. Im letzten Part haben wir unsere letzten heftigen beiden Level abgeschlossen. Und werden jetzt, bevor wir zu den letzten Leveln dieser Welt gehen, das Rätselhaus bestreiten. Raserei im Rätselhaus. Okay. Ja, dann machen wir das. Oh, okay. Ich glaube, wir müssen hier schnell sein. Okay. Interessant. Also diesmal nicht Gegner besiegen, sondern schnell sein. Ich glaube, da wäre jetzt natürlich Toad die bessere Wahl. Aber wir probieren es jetzt erstmal so mit Peach. Ja, das ist jetzt nicht schwer. Natürlich muss man nur auf... Oh, 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 oh. Da lang, bitte. Ja, so hat es keinen Sprung, kein... Boah, es war knapp. Ich wollte eigentlich, dass man nämlich so rollt. Ach du Heilige. Ach du Heiliger Bimbam. Ach du Heiliger Bimbam. Aber wir schaffen das. Ach, hier gibt es 10 Dinger. Ach ja, ne? Ist ja nicht das Problem. Na gut, da können wir einfach drüber springen. Wir können ja schweben. Das war jetzt nicht schwer. Gibt es hier erstmal 10 Sterne. Eider. Oh, 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 oh. Passt. Wow, wow, wow. Dann auch den Stern bitte einsammeln. Gut, so schwer finde ich das bisher noch nicht, aber... Man weiß ja nicht, was da noch kommt. Okay, jetzt da lang. Boah, das mit den Goombas nervt. Aber gut, das kriegen wir auch hin. Zwei noch. Okay, jetzt kommen diese nervigen Katzen Kugelwillis, aber das klappt auch. Und die letzte. Oh, auf Donut-Plattform. Uiuiuiui. Ja, passt. Alle 10. Das hat jetzt Peach gut gemacht, finde ich. Also, Respekt. Eigentlich wäre da ja Toad prädestinierter gewesen, aber ich finde es gut. Finde es richtig gut. Oh, 10 Sterne. Also wenn man die alle einsammelt, dann hat man, finde ich, einen großen Sprung gemacht und kann bestimmt viele, viele Level öffnen, die man eigentlich sonst nicht öffnen kann. So, ja. 2 Level noch in dieser Welt und dann müssten wir hier eigentlich durchsammeln. Moment, was ist hier in dieser Röhre eigentlich noch? Ach, noch ein Gegner. Okay, ja, dann machen wir den, würde ich sagen. Ja, machen wir dich noch. Dieser kleine Feuerbro. Das erste Versteck der Feuerbrüder. Okay. Warum das erste? 100 Sekunden. Ja, das schaffe ich auch in. Das schaffe ich auch in. In 10. Geil, dass wie die sich selbst gekillt haben, muss ich sagen. Geil, wie die sich selbst gekillt haben. Aber gut, wenn sie so blöd sind, dann von mir aus. Geil. Geiler Einsatz. Ich glaube, da kommen wir auch noch zu einem Level, ne? Auf jeden Fall scheint er ja irgendwas bewacht zu haben. Also diese 3 Feuerbros. Ach so, den Stempel. Okay, den Stempel. Ja, den nehmen wir natürlich auch mit. Also den Gratis-Stempel. Dann machen wir das natürlich auch. Den Stempel. Von einer wütenden Fee. Okay, gut. Dann, ja, haben wir noch ein Level vor uns. Und dann wartet auch schon das Bowser-Castle. Oder halt das Castle, je nachdem, ob da Bowser wartet. Oder dann wieder Bum Bum. Oder ich habe jetzt den Namen gehört, sie heißt tatsächlich Pam Pam. Oder heißt sie jetzt echt so? Ich weiß es nicht. Also, irgendwie habe ich sowas Komisches da gehört. Also, weil eigentlich heißt ja Pam Pam, dieses da aus Pokémon X. Und wieder habe ich hier Werbung. Super. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass immer ich da jemanden habe. Na egal. Die verlorene Stadt in den Spikebergen. 4-5. Oh nein. Oh nein. Ah, da erinnere ich mich gerade schon wieder an so ein lustiges Level in New Super Luigi U. Wo diese Spikes ganz schön genervt haben. Gut, die helfen mir aber auch ein bisschen. Und zwar schalten die Gegner da aus. Oh, Katze. Nehmen wir natürlich mit. Sind wir wahrscheinlich ein bisschen flinker unterwegs. Ui, das wird gefährlich. Ein Berg hier. Ja, das wird sehr gefährlich. Schon haben wir den Katzenoutfit wieder los. Was ist hier drüben eigentlich? Das übersieht man hier leicht, finde ich.
Der ist doch ein Stempel. Ne, der Stempel, okay. Aber es war eigentlich klar, dass hier was sein muss. Das hat man eigentlich schon gesehen, finde ich. Na gut, besiegen kann man die auch mit Feuer. Das finde ich gut. So, und was ist hier in der Röhre drin, wenn ich fragen darf? Oh, okay, kleines Rätselchen. Ja, das ist nicht so einfach, finde ich, wegen diesen Spikes. Das macht es nicht so einfach. Aber gut, wenn man halt sich ein bisschen da konzentriert rangeht, dann schafft man das eigentlich. Und es gibt wieder mal einen Stern. Der erste. Gut. Gut, 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 gut. So, euch beide haben wir natürlich auch weg. Gut, dann halt eben nicht mit Feuer, sondern halt drauf springen. Ist hier oben noch was? Nee, anscheinend nicht. Oh, jetzt kommt so ein Ding. Naja, kriegen wir auch hin. Also ich glaube, in diesem Level stellen wir uns bisher etwas besser an als in den vergangenen beiden. Weil die waren ja echt, meine Leistung da, das war ja echt, ja, sehr, sehr lustig. Anstatt, ja, super. Was wollt ihr eigentlich? Aber ihr nervt mich hier oben. Deshalb besiege ich euch mal lieber. So, ist hier irgendwie was? Das sieht mir so verdächtig aus. Aber nee, anscheinend nicht. Sieht mir eigentlich so verdächtig aus hier. Naja, egal. Gehen wir erstmal hier weiter. Oh, jetzt wird es wahrscheinlich lustig hier. Hier müssen wir rüberspringen. Dann rennen wir hier einfach ein bisschen im Kreis. Oder springen hier halt einfach auch. Oh, 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 oh. Oh, das schaffen wir aber noch. Schaffen wir noch, schaffen wir noch, schaffen wir noch. Und da gibt es ein Katzenoutfit. Und wieder weg. Das ist so geil, ey. Okay, was haben wir hier oben? Nur Münzen? Ah, oh, tatsächlich hier. Wie geil, ey. Wir kriegen so schnell das Katzending und dann verlieren wir das so schnell wieder. Was ist hier? Gar nichts? Hm. Vielleicht bräuchten wir da das Katzending. Ich vermute es schon. Also wenn wir da, wenn uns gleich ein Stern fehlen sollte, dann werde ich da auf jeden Fall gleich da mal gucken. Und ich finde die Kamera-Position jetzt hier etwas, ja, gefährlich, wenn ich das mal so sagen kann. Und da drüben ist doch auch noch was. Ja, der Stern natürlich. Es ist der dritte. Okay. Dann weiß ich oder vermute ich mal stark und nehme mal stark an, wo der letzte ist. Und jetzt sollten wir ein bisschen aufpassen. Wir dürfen uns jetzt nicht mehr treffen lassen. Uiuiui. Kamera bitte drehen. Dankeschön. Oha. Oha. Ja, du fühlst dich geil, ne? Du fühlst dich mal so richtig geil, wenn ich das so sehe. Ja. Finde ich aber ein gutes Level. Finde ich gut. Nur die Frage ist jetzt, wo der Stern ist. Aber ich habe schon eine Vermutung. Ich bringe da mal Katzenoutfit mit und dann sehen wir uns an der Stelle wieder, wo ich das vermute. Lustiger Stempel. Okay, da habe ich das Katzenoutfit und dann gucken wir mal an, was hier so wartet auf uns. Aber das war ja eigentlich klar, dass hier der Stern sein muss eigentlich. Weil hier kommt man nur mit einem Katzenoutfit hoch, den man eigentlich erst gerade bekommt durch die 8 roten Münzen. Das war eigentlich schon offensichtlich, dass da der Stern sein muss. Gut, dann schließen wir das Level nochmal eben ab. Es ist ja praktisch nur ein Katzensprung bis dahin. Haha, Katzensprung. Ich weiß, der war jetzt nicht lustig. Und ja, dann könnten wir auch noch gleich das Castle machen. Wir sind ja gut dabei. Sind ja jetzt so gerade gut dabei. Haben wieder unsere etwas, ja, schlechtere Phase abgewehrt. Und können jetzt mit breiter Brust praktisch zum Castle gehen. Wunderbar. Ha, ich habe jetzt wieder richtig Bock. Also diese zwei Level haben mich zwar etwas demotiviert, wenn ich das so sagen kann, aber jetzt habe ich wieder richtig Bock auf das Game, muss ich ehrlich sagen. Und auf der Karte sehen wir ja nur 5 Welten und wir sind gerade mal bei Part 11. Es könnte ja vielleicht sein, dass wir das Spiel vielleicht abschließen. Naja, 50 Sterne brauchen wir. Wir haben mehr als das Doppelte. Passt. Passt perfekt.
Okay, dann gehen wir in das Vier-Castle Boss Karumpels Lava-Versteck. Okay, hört sich jetzt nicht gerade an, als dass hier Bowser wartet. Ich wüsste jetzt auch nicht, was ein Karumpel ist, aber gut, wir werden es ja dann sehen. Die Musik ist auf jeden Fall geil. Boah, und wie die Lava erstmal aussieht, ey. Richtig bombastisch. Wow, was bist du denn hier für einer? Tschüss. Mit denen haben wir uns schon im vorletzten Part, glaube ich, beschäftigt. Das sind ja diese... Okay, hier brauchen wir irgendwo eine Kopierding, glaube ich. Oder man muss das mit mehreren Spielern machen, weil sonst habe ich keine Ahnung. Vielleicht gibt es ja hier irgendwo einen oder müssen wir hier wieder zurückgehen. Mal gucken. Auf jeden Fall jetzt erstmal die ganzen Münzen hier einsammeln. Wow, und das war knapp. Nee, hier gibt es nur ein Katzenoutfit, okay. Ich hoffe jetzt mal nicht, dass da... Ach, nee, ich sehe gerade, was man hier hätte machen müssen. Ja, ich sehe es. Man braucht so einen Stein, den muss man da drauflegen. Ja, ich sehe es. Ich sehe es. Okay, merken wir uns. Machen wir dann gleich, oder... Nee, ich bringe mich besser um. Ich weiß nicht, wie lange das Level noch geht. Ist es wahrscheinlich besser. Begehen wir einmal Suizid. Ist wahrscheinlich besser, wenn wir das so machen. Doch, würde ich es eher sagen. So, ich versuche jetzt nur erstmal diese ganzen Blöcke hier umzuhauen. Genauso wie die Goombas hier. Diese nervenden Goombas hier. So, und jetzt komm mal her, mein Freund. So, die stellen wir dann hier mal auf so ein Ding. Fast. Ich weiß nicht, ob das geht mit... Och. Ich will den auch nicht in die Lava schmeißen. So, perfekt. Ach so, da geht jetzt die Brücke runter. Okay, gut. Und ich muss mal kurz pausieren, weil ich sehe, dass mein Gamepad schon wieder alle wird. So, und schon geht's auch schon weiter. Gut. Ja, clevere Idee mit diesem... tschüss, kleiner Stein. Ja, clevere und lustige Idee finde ich mit diesem Stein, dass man den auf den Schalter braucht. Ich finde es geil. Wozu ist hier der Block doch bestimmt... Scheint doch nicht zu Spaß. Okay. Okay. Gut. Komm mal her, du sollst mir eigentlich helfen, diese 8 Münzen zu sammeln. Ja, wunderbar, hat gepasst. Ja, die Steine sind doch hilfreich, finde ich. Die sind gut hilfreich. Gut, und jetzt nicht wieder so billig das Katzenoutfit verlieren wie gerade. Und da rein. Gut, unter der Lava. Ist ja auch mal krass. Gut, was haben wir hier? Was haben wir hier in dieser Rätselbox? Oh, okay. Ich sehe schon wieder dasselbe Spielchen. Wir müssen die... auf die Schalter legen. Na, spitze. Das war jetzt super. Komm her. Ah, klappt nicht mehr. Egal, dann haben wir wieder einen vergessen. Na, spitze. Naja. Okay, da sehe ich schon den dritten. Ich glaube, dafür brauchen wir auch wieder die Steine. Also man muss hier viel mit den Steinen arbeiten, sehe ich. Ja, lass mich in Ruhe hier. So. Ja, wir wissen natürlich, wo der dritte ist. Oh, eine Katzenglocke, okay. Boah. So. Wollte ich auch sagen hier. Gab es hier eigentlich schon eine Halbzeit oder so? Ich glaube nicht, ne? Anscheinend nicht, weil wir sind, glaube ich, jetzt schon beim Boss, glaube ich. Okay, was ist, was kommt jetzt? Für einen Bossgegner? Ach, ein Riesenstein-Ding, okay. Ja, ich glaube, nur der wird uns nicht helfen. Der möchte lieber unser Ende erleben. Ja. Einfach auf ihn draufwerfen. Na gut, nur jetzt müssen wir natürlich aufpassen und diesen Dingern ausweichen. Weg hier. So, dann hol mal... Oh, jetzt rollt er sich ein bisschen hier rum. Bisschen blöd. Ja, ich glaube, wir müssen ihn einfach mit den Steinen ballern. Ja, eigentlich auch nicht so schwer. Das heißt natürlich nur wieder aufpassen hier. Und warum gehe ich einfach jetzt hier im Kreis? Das ist eigentlich sehr gefährlich, vor allen Dingen, weil ich nichts mehr sehe. Aber egal, passt. Ja, er ist aber ziemlich langsam und das macht ihn eigentlich sehr einfach, wenn ich ehrlich bin. Ja, das macht ihn sehr einfach, da der so langsam ist. Wäre er vielleicht schneller, dann wäre das eine Herausforderung, aber so ist das ein leichtes Spiel.
Oh, und ich sehe gerade, den Stempel haben wir auch nicht. Okay, ja, dann haben wir zwei Gründe, weshalb wir dieses Level nochmal neu machen dürfen. Aber gut, wo der Green Star ist, das wissen wir ja eigentlich. Nur wo halt der Stempel ist, da muss ich gleich dann nochmal gucken. Aber gut, das ist jetzt nicht so schwer. Zack, zack, zack. Und die goldene Fahnenstange. Ja, mit Peach ist das sehr einfach, die goldene Fahnenstange zu erreichen. Aber ich werde sie ja auch in der nächsten Welt austauschen. Da wird wieder ein anderer den Spaß haben. Ich weiß noch nicht wer, ob es dann wieder Toad ist. Mal gucken. Auf jeden Fall wäre die orangene Fee jetzt erstmal gerettet. Okay, anscheinend wissen alle nicht so, wo der Stempel ist. Mal gucken. Ich gucke aber auch erstmal jetzt, ob es überhaupt einen Stempel gibt. Kann ja mal nicht schaden, das mal zu gucken. So, mit einem Schraubenschlüssel macht die Fee uns jetzt dann halt die nächste Welt offen. Bin gespannt, was das jetzt für eine Welt ist und ob es überhaupt schon die letzte ist. Das würde mich auch mal interessieren. Wenn es jetzt tatsächlich die letzte ist, ey, dann ist es nicht gerade nicht sehr lang, das Spiel. Dann könnten, naja gut, ich rechne mal mit, dass es auch noch eine Spezialwelt gibt, wie es sie im 3D Land Teil gibt. Oder die Karte wird noch größer. Das kann ja natürlich auch sein. Das kann natürlich auch sein. Doch, hier gibt es einen Stempel. Und ansonsten haben wir da noch alle Sterne. Und auch alle goldenen Fahnenstangen. Okay, dann suchen wir jetzt nochmal eben, wo der Stempel ist. Und holen den zweiten Stern. Das ist wichtig. Im 4 Castle. Aber wie gesagt, Musik ist mal richtig geil, finde ich. Richtig geil. Richtig geil, ey. Und was war das jetzt? Keine Ahnung. Machen wir erstmal die... Warum lasse ich mich einfach hier... Warum halte ich mich einfach hier schon wieder auf? Ist eine gute Frage. Ich weiß es selber. Nee, echt. Vorsichtig, Peach. Ja, das lasse ich den goldenen Ring, lasse ich auch einfach mal in Ruhe. Da müssen wir eh nicht hin. Wir haben ja eine Katzenglocke im Inventar. Deshalb brauchen wir keine mehr. So. Jetzt auf jeden Fall erstmal den grünen Stern holen. Und dann geht's auf die Suche nach dem Stempel. Oh, oh, das wird knapp. Ja, vor allen Dingen, wenn ich mich schon wieder so dämlich anstelle. Ach, das gibt's nicht, ey. ich kann das nicht, ey. So, ich vermute mal hier irgendwo in so einem Block wahrscheinlich. Weil mehr gibt's hier ja eigentlich nicht. Auf jeden Fall finde ich es aber geil, dass ich das Level schon wieder neu machen darf. Ich habe irgendwie so das Gefühl, dass es in irgendeinem Block ist. Es ist jetzt komisch. Oder vielleicht bei den Fackeln hier. Nee, das auf jeden Fall nicht. Ah, Moment mal, was sehen wir denn hier schick? Ist ja ein Pilz, aber toll. Das ist jetzt eigentlich nicht, was ich dachte. Das ist jetzt komisch. Ja, wahrscheinlich hätte ich diesen Katzenoutfit nicht nehmen sollen, weil dann hätte ich ihn zumindest noch im Inventar gehabt. Ist das komisch. Das ist ja sehr komisch. Irgendwas hier, was hier versteckt ist oder so? Ich sehe eigentlich nichts. Gute Frage. Ich sehe hier nichts. Kann man hier vielleicht hochklettern? Geil. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass ich den finde, aber gut. Vor allen Dingen, weil das dann nicht einfach ist, den zu finden. Nicht schlecht. Einfach mal so, guckt einfach mal an irgendeine Wand. Aber ich finde das schon ein bisschen fies. Einfach mal an irgendeiner Wand hochklettern und dann ist er da. Naja, gut. So, dann werden wir jetzt das Ding noch besiegen, noch einmal, und dann werde ich euch gleich, dann werde ich euch gleich noch den Stern reinschneiden, wie ich das schaffe. Ich verabschiede mich dann schon mal. Ich hoffe, der Part hat euch mal wieder gefallen. Und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder von Super Mario 3D World. Ja, und ich habe mich schon wieder richtig dämlich angestellt hier, was ich nicht machen sollte. So. Ja, wie gesagt. Im nächsten Part schauen wir uns dann mal an, hier, was mit der nächsten Welt abgeht. Ob es dann wirklich eine nächste Welt gibt oder... Also natürlich gibt es eine nächste Welt, aber ob das schon die letzte ist oder ob es dann auch weitergeht. Fragen, die wir erst dann im nächsten Part klären werden.
Und ich wollte jetzt schon wieder schütteln, obwohl ich kein Katzending habe. Aber wäre vielleicht sogar ganz, vielleicht auch ganz okay, wenn ich jetzt drauf gehe. Ich weiß ja jetzt, wie ich das anzustellen habe. Naja gut, ich möchte es jetzt eigentlich auch schaffen, aber ich möchte das jetzt eigentlich schaffen. Vor allem, weil es hier auch keine Halbzeit gibt, was das etwas schwierig macht. Uah, ist das gefährlich hier, gefährlich. Boah, ist das hier gefährlich. Okay, das war jetzt aber gut. Nicht daneben springen, Peach, nicht daneben springen. Gut. Gut, 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 gut. Nicht daneben springen hier, das wäre jetzt nicht die gute Wahl. Okay, sehr schön. Dann, ja, hole ich jetzt noch eben den Stern. Ich zeige es euch natürlich noch, aber ich werde jetzt nichts mehr dazu sagen. Ihr wisst ja, was da zu tun ist. Und alle guten Dinge sind drei, wie bekannt ich auch sage. Ich möchte jetzt da nicht nochmal failen. Gut, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ich hoffe, wenn dieser Part von Super Mario 3D Land euch gefallen hat, gebt ihr dem Part einen Daumen hoch. Und schaut auch bei anderen Projekten vorbei und natürlich auch beim nächsten Part von Super Mario 3D Land. Ansonsten alles Gute und einen schönen Tag noch. Bis dann und tschüss.